Die Menschen, die sich für eine doppelte Staatsbürgerschaft entscheiden wollen, denen möchte ich die Möglichkeit einräumen, weil ich nicht erkennen kann, dass es für irgendeinen Zweiten oder Dritten darüber einen Schaden gibt. Gibt es nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein junger Mann, Baran heißt er, 16 Jahre alt, der war an dem Bürgerkonvent der SPD und kam auf mich zu. Junger Türke, sein Großvater ist nach Deutschland gekommen und ist ins Braunkohlenrevier. Sein Vater ist jetzt Facharbeiter bei Bosch in Stuttgart. Er ist der Erste, der wahrscheinlich dann auch einen Abiturabschluss macht, der will studieren und sagt, dann fragst du mich mit 23, welche Staatsbürgerschaft soll ich denn nun nehmen? Und du setzt mich unter einen Optionszwang. Und damit hat er recht. Er wird mit 22 oder 23 gefragt, jetzt müssen Sie sich entscheiden, wollen Sie die eine Staatsbürgerschaft oder die andere. Und er sagt, ich will gerne hier in Deutschland bleiben, ich habe hier meine Ausbildung, ich fühle mich hier zu Hause, ich habe mich hier längst integriert, ich bin in der dritten Generation hier in Deutschland. Aber warum verlangt ihr mir denn, dass ich meine ganzen familiären Bindungen mit einer solchen Entscheidung, meine Wurzeln irgendwie abschneide? Und daraufhin sage ich, warum soll er das tun? Was schadet es, wenn er die zweite und doppelte Staatsbürgerschaft hat?